these drugs again. With these thoughts, I wonder how I still remain sane. Nothing can change it, I'm living my life. Zwei Monate blickt die Weltöffentlichkeit nun schon gebannt auf die Stadt Haran, seit dort eine bislang unbekannte, grausame Krankheit ausgebrochen ist. Es ist noch nicht klar, was die schreckliche Epidemie ausgelöst hat. Das dortige Verteidigungsministerium errichtete kurz nach dem Ausbruch eine Quarantänemauer. Die wenigen Überlebenden in der Stadt werden vom Global Relief Effort kontinuierlich aus der Luft versorgt. Doch obwohl der GRE den Einwohnern, die wegen der Quarantäne in Haran feststecken, helfen will, bis ein Heilmittel entwickelt ist, will das Verteidigungsministerium radikaler vorgehen, um die Verbreitung des Virus zu stoppen. Die Frage ist, gibt es noch Überlebende in der Stadt, die nicht infiziert sind, wie der GRE behauptet? Und wird das Ministerium seinen Plan, die Stadt zu vernichten, um den Haran-Virus endgültig auszumerzen, auch dann in die Tat umsetzen, wenn dem so sein sollte? Ob aufgrund des Virus oder der Pläne des Ministeriums, eines steht fest: Harans Tage sind gezählt. Moin Moin, mein Name ist Karl Karlschlag und heute spielen wir mal Dying Light. Das ist mal ein, ja, ich sag mal, recht aktuelles Let's Play von mir. Ich habe mal ein bisschen angespielt, aber ich fange jetzt für euch nochmal von vorne an, um einfach mal das Game-Feeling mal euch zu zeigen. Das ist schon ziemlich geil gemacht. Hört euch jetzt mal die Story an. HUD aktiviert. Beginne Briefing. Information. Kadir Suleiman, ein Politiker, der nach dem Ausbruch für Ordnung sorgen sollte. Sein Bruder Hassan fiel der Seuche zum Opfer, ehe wir ihn evakuieren konnten. Suleiman gab dem GRI die Schuld für Hassans Tod. Er stahl eine streng geheime Datei, mit der er den GRI erpressen will. Falls ihm etwas zustieße, sollte der Inhalt veröffentlicht werden. Informationen. Die gestohlene Datei enthält unvollständige Angaben zur Herstellung eines Heilmittels. Würde die Anleitung in dieser Form angewendet, wäre das Produkt äußerst toxisch. Die Datei enthält auch eine Beschreibung der Virionstruktur. Jeglicher Missbrauch könnte unzählige Leben kosten. Wir brauchen sie zurück. Details zur gegenwärtigen Lage. Suleiman schickte die Datei an einen unbekannten Helfer, der sie veröffentlichen soll, sobald er den Befehl gibt. Wir haben die Kommunikation der Stadt gestört, um ihn an der Veröffentlichung der Datei zu hindern. Ihr GRI-Funkgerät ist davon nicht betroffen. Es ist Ihr Joker. Verlieren Sie es nicht. Suleiman ist mittlerweile untergetaucht und benutzt einen anderen Namen. Wir vermuten, dass er nun eine der zwei Hauptfraktionen anführt, die in der... Wiederhole. Finden Sie Suleiman und die Datei, um die Menschheit vor einer noch nie dagewesenen Katastrophe zu retten. Siehst du, das war kein Abwurffallschirm. Brecht ihm die Beine und bringt ihn zu Reis. Zurück mit euch! Los! Stopp! Lärm zieht sie an. Rückzug! Rückzug! Warte, wo wollt ihr hin? Komm, wir müssen los! Er muss runter von der Straße! Mach die Tür auf!
Tower, hier Jade. Krankenstation vorbereiten. Hab einen Kerl mit übler Kopfwunde und Biss am Arm. Mist, ist Amir verletzt? Nein, Amir ist tot. Aber ich bringe euch jemanden, der überleben könnte. Einer von uns? Mal sehen. Ja, manchmal stimmt die Synchro nicht ganz. Ob das mal gepatcht wird oder so? Ich glaube eher weniger. Ja, wir sind gelandet. Ja, jetzt ist erstmal die Einführung. Da rennt man ein bisschen rauf und runter. Die eigentlich recht lang ist, die Einführung, finde ich. Kneif du ihn! Du hast Angst! Hab ich nicht! Dann kneif ihn! Er blinzelt! Was? Da! Schon wieder! Was, wenn er ein Zombie ist? Boah, ich fress euch! Zombie! Lauf! Korn müsste jetzt eigentlich gut sein, oder? Schön Korn, Doppelkorn. Hm, wo ist der Korn? Gib mir Korn! Ach, Mucke ist immer gut. Hm, nicht mein Geschmack. Du schläfst 3 Tage lang wie ein Toter und dann erschreckst du Kinder? Fängst ja gut an, 31. Wo bin ich? Im Paradies, siehst du doch. Gut, und jetzt mal im Ernst. Geh zu Raum 190. Der Boss brieft dich dort. Was soll das heißen, 31? Frag den Boss. Blier, nächstes Mal bring ich dich um, wenn du mich anrempelst. 31, das ist deine Nummer. Warum? Wie bitte? Deine Nummer. Du bist der 31. Infizierte. Ich bin der 18. Hier wird alles gezählt. Eine Dosis Antizin weniger, ein Infizierter mehr, ein Kurier weniger. Sure. 31 Infizierte und nur noch 7 Kuriere. Boah, die haben ein Flugzeug. Wegen dem ist Amir jetzt tot? Ruhe. Ach, scheiß auf Ruhe. Jetzt kriegt der Amirs Antizin. Hey, wo ist Raum 190? Oben. Wir gehen drauf. Was für eine Aussage. Wäre ja logisch gewesen, weil man zählt ja auch 1 rauf zu 100. Wer bist du? 16:08, ich will auch eine Uhr haben. War ich eine Uhr? Das weiß ich nämlich noch nicht. Kalik, was dauert da so lange? Verdammt, Alfie, ich arbeite daran, okay? Mann, ich brauche erstmal neue Birnen von unten, okay? Und dann sitzt man erstmal oder steht man vor dem Sicherungskasten. Nicht schlecht. Ich suche nach dem Boss. Ist er dort drin? Oh. Du bist 31. Geh rein. Vielleicht bin ich ja 31. Irgendwo hier was zum Looten? Nee. Hey, ich suche nach... Bist du der Boss? Bin ich dir zu jung? Probleme mit meinem Alter? Nein, ich... Du wolltest mich sprechen? Schon besser. Erinnerst du dich an irgendwas? Weißt du, wo du bist? Das hier ist wohl eine Art Zuflucht? Wir nennen es den Turm. Bracken und seine Kuriere haben das Ganze vor Monaten zusammengeschustert. Seitdem sind wir hier. Jagen nach GRE-Paketen, plündern und retten Leute. Ja, ich wollte der Frau danken. Gut. Wenn sie nicht wäre, würdest du schon an irgendeinem Schienbein nagen. Dein Antizin hat es übrigens nicht überlebt. Alles, was Jade retten konnte, war dein Funkgerät. Ja, toll. Könnte ich es wiederhaben? Tja, das brauche ich wohl dringender. Nee, Kumpel, da täuscht du dich. Na gut, hier.
Danke. Weißt du, wofür Kuriere ihr Leben riskieren? Für Kerle wie dich. Du nimmst Antizin, das für jemand anderes bestimmt war, und gibst selbst nichts ab? Ich habe jetzt echt keine Zeit für deinen Bullshit. Ich erreiche einen meiner Leute nicht, weil unsere blöden Funkgeräte alle im Arsch sind. Tust du mir einen Gefallen? Ich kann dich und dein kostbares Funkgerät nicht mehr sehen. Also mach dich woanders nützlich. Wir können im Turm keine faulen Säcke gebrauchen. Hey, das ist unfair. Ich bin nicht faul, ich... Hey, Boss. Verstecken. Dieser Kerl ist bloß im 13. Stock, könnte aber genauso gut in der eingestürzten Mine stecken. Komm später wieder. Und ich bin nicht der Boss. Bin ja zu jung. Ich bin Rahim. Bracken hat hier das Sagen. Geile Frisur. Ich bin nicht faul. Kennst du das? Wo willst du denn hin? Zum 13. Stock. Ich soll da was für Rahim holen. 13? Oh, scheiße. Das wird eklig. Aber wir müssen uns halt alle ins Zeug legen, oder? Hier sind ja einige draufgegangen. Ja. Crane hier. Wo waren Sie? Wir warten jetzt schon seit 70 Stunden auf Ihren Bericht. Was ist passiert? Ja, ich hatte das Funkgerät verloren, aber meine Deckung ist intakt. Noch kein Kontakt mit dem Anführer. Seine Identität ist noch nicht klar. Ich achte darauf, mich anzupassen. Verstanden. Die Zeit drängt, Crane. Denken Sie daran. Da wäre noch was ich... Ich wurde gebissen. Hab keine Symptome, aber hier heißt es, ich sei infiziert. Dann sollten Sie sich wohl schleunigst Antizin besorgen. Hilfe! Hilfe! Bitte! Zum Geier. Jawollo. Warte, was? Wer hat denn nicht drauf, du Pisse? Wie sieht's ja ugly aus? Die Tür, die klemmt. Hab mir den Arm verletzt. Bei der Flucht vor ihm. Gott! Du musstest ihn töten, nicht? Verdammt! Das war mein Bruder. Ich bin hier runter, um ihm zu helfen. Ruhig, alles wird gut. Ich hol Hilfe. Rahim, hier Crane. Bin im 13. Stock. Hör mal, dein Mann hat's übel erwischt, als er vor einem Zombie fliehen wollte. Oh, scheiße. 31? Du hast Mark gefunden? Ist da unten sicher? Jetzt schon. Gut, bleib dort. Ich schicke Lena runter. Drum kümmern? Was brauchst du denn? Bier oder was? Halt still. Lena wird jeden Moment hier sein. Du musst Verbandszeug auftreiben. Und Alkohol. Nimm beides zusammen. Das stoppt die Blutung. Bitte, mach schnell. Bleib ruhig, ja? Bin gleich zurück. Sag ich doch, Alkohol. Alkohol gibt's immer in der Küche. Ding dong. Alkohol haben wir schon mal. Und der Rest ist... Hallo, jemand zu Hause? Nee. Hier was drin? Nein, da was drin? Blechdose. Mensch, hier hat man immer aufgeräumt. Okay, das ist alles, was Mark braucht. Versuchen wir's. Tape.
Sollen wir warten oder willst du deinen Verband jetzt haben? Lalalala. Mulpen. Fallen lassen? Fehlt noch was? Ach, genau, Entwürfe. Man muss hier craften. Finde ich gut gemacht, dass man hier so eine Craft-Funktion hat. Ach, das ist kein Biss. Okay, wer ist verletzt? Er blutet ziemlich stark. Lassen Sie mich sehen. Aha, Moll und Alkohol. Primitiv, aber okay. Okay, danke. Ich übernehme das jetzt. Mach's primitiv weiter, oder? Gut gemacht, 31. Stille Wasser sind tief. Ja, da ist was dran. Nicht schlecht. Vielleicht habe ich dich ja falsch eingeschätzt. Schwamm drüber. Ich will mich nur bei euch revanchieren. Toll. Komm vorbei. Wir müssen über deine Rolle hier bei uns reden. Machen wir das mal. Ja, die, wie gesagt, die Einführung, die ist doch ein bisschen sehr lang. Bis denn die Action kommt, aber wenn man soweit ist für die Action, dann wird's richtig geil. Also es ist echt ein Spiel, was echt gut gelungen ist. Okay, ist erledigt. War ein Kinderspiel. Sonst noch was? Tja, mal überlegen. Rahim, du bist schlau genug, um gefährlich zu sein, weißt du? Omar hat mir von deinem Plan fürs Nest erzählt. Sprengsätze. Echt jetzt? Wie? Sprengstoff? Hab ich nie gesagt. Du warst noch nie ein besonders guter Lügner. Ich weiß, was ich tue. Ja? Hältst dich wohl für unsterblich? Du bist nicht meine Mutter. Nein, Mutter ist tot. Also sei besser ein bisschen netter zu mir. Außer mir hast du keine Familie, gerade jetzt, wo Amir uns auch noch verlassen hat. Du bist Jade, ja? Genau. Ich wollte mich nur bei dir bedanken und dir sagen, wie leid mir die ganze Geschichte tut. Ich verdanke dir und Amir mein Leben. Ja, genau. Du willst dich revanchieren? Sorg dafür, dass mein Idiot von Bruder nicht drauf geht. Kein Sprengstoff, Rahim. Immer die kleinen Brüder. Bombe bauen. So. So, reicht das? Kann ich jetzt mit Bracken sprechen? Zieh dich erstmal um. Neue Klamotten sind in deinem Zimmer. Nummer 194. Was ist mit meinen Sachen? Für Brackens Mission brauchst du was Passenderes. Sag Bescheid, wenn du dich umgezogen hast. Na gut. Fahrradhelm. Der wäre nicht schlecht. So, rauf, runter, nur hier lang. Waschen? Nee. Jo, eine Tasche. Gucken. Jupp. Achso, gedrückt halten. Frische Kleidung, ja, ziehen wir mal an, wa? Gut, Rahim, ich bin da. Ach, da wäre denn mein Lager. Nicht schlecht. Right. Wo finde ich Bracken? Nicht so schnell, Mann. Wenn du hier bleiben willst, müssen wir sehen, ob du das Zeug dazu hast. Los, ab zum Fitnessbereich. Bis ganz oben. Bloß ein paar Treppen hoch. Tschu, dann fahren wir mal. Wie steigt ein Zombie? Rahim, ich sehe dich nicht. Wo steckst du? Ganz nah. Unnötig, Digga, unnötig. Na, worauf wartest du denn? Komm rüber! Klettern. Solltest dich ja wie zu Hause fühlen. Crane auf einem Kran.
Oh, ist das hoch, ist das hoch, ist das hoch. Egal, der Kran hält das. Passt doch zum Namen. Crane. Willkommen im Fitnessbereich. Zuallererst musst du lernen zu rennen. Was meinst du mit lernen zu rennen? Mach einfach, was ich sage, ja? Okay, jetzt spring da runter. Bist du verrückt? Das wäre Selbstmord. Sei kein Feigling. Spinnst du? Das meinst du doch nicht ernst. Schau zu. Rahim! Mein Bein! Rühr dich nicht! Ich hol Hilfe! Du bist drauf reingefallen! Du blöder Arsch! Was? Verstehst du keinen Spaß? Los! Jetzt mach, dass du hier runterkommst! Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Nein, er versteht keinen Spaß. Er ist Soldat. Scheiße! Scheiße! Adrenalin pur, was? Aber das war noch lange nicht alles. Es kommt noch mehr. Um zu überleben, musst du das Gelände ausnutzen. Die meisten Fresser können nicht klettern, also je schwieriger das Terrain, desto besser für dich. Ich habe ein paar typische Situationen vorbereitet. Mal sehen, wie du dich schlägst. Die meisten können nicht klettern. Manchmal ist es besser, durch die niedrigen Enggänge zu kriechen. Da können die Fresser nur schwer folgen. Fresser? Beißer wäre mir lieber. Nicht langsamer werden, während du läufst. Bleibst du draußen stehen, bist du tot. Nicht schlecht! Für einen Neuling! Also gut! Rauf auf das Gerüst dort! Und fall nicht runter, es gibt hier kein Netz! Mein Lieblingstrick. Katzensprung und Hochsterben. Kannst du das nicht, hältst du keine 10 Minuten durch. Kaum. Abgesehen vom Sportunterricht in der Schule. In dem Fall bist du ein echtes Genie. Sowas habe ich noch nie erlebt. Da. Was passiert mit mir? Crane? Irgendwas stimmt nicht. Rahim, was ist mit mir passiert? Oh, Scheiße. Du hast bestimmt deinen ersten Anfall. Komm hierhin zurück. Blick. Wo kann ich nicht mehr laufen? Achso, der Markastor. Oh, verlaufe. Da ist die Tür. Boah. Rahim, was zum Geier war das? Heißt das, ich verwandle mich? Ich glaube nicht. Diese Anfälle sind eine Folge der Infektion. Du solltest aber bei Dr. Zara vorbeigehen. Er wird dich untersuchen und dir wohl Antizin spritzen. Ehe du zu Zara gehst, solltest du mit dem Quartiermeister reden. Der staffiert dich neu aus, damit sie dir draußen nicht die Rübe abbeißen. Okay.
Kreis gelaufen, oder? Wo wirft eigentlich die Versorgungsgüter ab? Keine Ahnung, wann die abgeworfen werden. Wann? Nicht wenn, wann? Also gut, Sie haben mir einen richtigen Job gegeben und niemand ahnt, dass ich nicht der bin, für den ich mich ausgebe. Soweit so gut. Und sobald Dr. Zara mir hilft, diese Infektionsanfälle loszuwerden, wird's mir noch besser gehen. Ja, ich würde erstmal sagen, das wäre der erste Teil vom Let's Play. Da die Zeit ja doch ein bisschen begrenzt ist für die Aufnahmen, dann freue ich mich auf das nächste Let's Play. Bis dann.